Ja, servus und willkommen zurück bei Monkey Island. Wir wurden von den Kannibalen quasi eingesperrt, haben dafür schon mal den Bananenpflücker eingesackt und wir haben hier ein leichtes, leerloses Brett rausgeholt und dann verschwinden wir mal von hier. I might fit through that hole, but I don't think this banana picker will. Nicht schön. Ich dachte, den könnten wir mitnehmen. And no, I'm not getting squeamish. I'd love to eat the guy. So let's do it. But think of your arteries. We are cannibals, for crying out loud. Yeah, but cannibals have to watch their saturated fats just like everyone else. Ja. Ich weiß jetzt nur nicht, was wir jetzt hier machen können. Ich würde sagen, wir gehen nochmal da rein. Vielleicht können wir die Bananenpflücker jetzt da rausholen. This door appears to be locked. Nicht gut. Ah, the banana thief returns to the scene of the crime. Maybe we should just eat him right now. Do you have any idea how much cholesterol is in one of these things? Now then, how did you break out of our hut and why did you come back? Yeah. Esst mich nicht, ich gebe euch alles. Don't eat me. I'll give you anything. Anything? If you had some sort of offering for us, something that we could pass on to the great monkey? Well? Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir doch einfach die Bananen, die wir haben. That doesn't seem to work. Dann mach mal geben. Wo ist die Hand, die gibt's? Do you really think we want that after you've had your grubby paws all over it? Obviously, you have nothing for us. Oh. That should do it. Was haben wir noch im Inventar? Schädel, Feuerstein, Kanonenkugeln aus. Den kriegen wir dann mit raus. Gehen wir mal zurück. Nein, nicht untersuchen, nicht untersuchen. Benutzen, benutzen. Ach ja, wenn er noch ein bisschen schneller paddeln könnte. Das zieht ja alles ein bisschen in die Länge. Ich bin auch gerade ziemlich ratlos. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir jetzt hier vorankommen. Stimmt, wenn man eine Stelle in so ein Spiel kommt, wo man dann wirklich dann entweder die Scheuklappen oder ein Brett vom Kopf oder einfach nicht sieht, was vor einem liegt. Das Gefühl habe ich gerade. Und ab zum Strand. Vielleicht können wir mal mit Hermann noch eine Runde sprechen. In den Dschungel. Oben hin.
hoffe jedenfalls, dass Hermann uns ein bisschen weiterhelfen kann. Wo war das vor? Da ist es. Mann. So. Ja, kein Hermann da. Doch, da ist er. Hi! I'm not bothered a bit by the fact that you waltzed right into my home without bothering to knock. Ja. Ich habe geklopft. I knocked. You must not have heard. You don't fool me, Sonny. Ja, da können wir anscheinend nicht so viel machen. Excuse me, I've got some pressing business to attend to. Yes, me too. Was hat uns denn unsere kleine Hilfetaste? Du solltest die Bananen dem Affen im Dschungel bringen. Okay. Welcher Affe? Ach, da. Den haben wir noch gar nicht so getroffen. Okay, dann nehmen wir mal die Affen und gehen auf Geben. Und jetzt nehmen wir den oder? Ich bin wirklich ratlos, es tut mir wirklich leid. Aha, aber wohin sollen wir ihn denn locken? Das verstehe ich kaum nicht. Da rennt er wieder weg. Ja, den Affen die Banane geben. Aber wo dann hin? Ich bin so ein elendiger Noob. So. Affen mögen Bananen. Insgesamt 5 Bananen. Natürlich haben wir jetzt nicht genug, weil wir den vorhin so viel gegeben haben. Oder zählt ihr die einen mit? Ja, aber wobei? Lichtung im Osten der Insel. Okay. Ihr könnt mich natürlich jetzt gerne dafür beschreien, aber ich habe einfach keine Ahnung gehabt, was hier los ist. Gehen wir zur Lichtung. Ich weiß auch immer noch nicht, was der Affe mir da helfen könnte. Lichtung. Ich muss jetzt dabei auch gestehen, dass ich quasi in einer neuen Aufnahmesession bin. Und da jetzt nicht mehr genau weiß, was im Vorhinein passiert ist. Natürlich hätte ich es mir anschauen können. So. Wie kann der Affe uns jetzt helfen? Made by Red Skull. Why, that's the second biggest monkey head I've ever seen. Why, that's the second biggest monkey head I've ever seen. Why, that's the second biggest monkey head I've ever seen. Jetzt habe ich den Affen hier, aber das bringt mir jetzt auch nicht viel. I can't move it. Made by Red Skull. Made by Sharptooth. Hm. Der
Strafe wird mir auch so nicht angezeigt. Private property. Worshipping is permitted, but please do not enter the monkey head. G.P. LeChuck. Ja, ihr werdet mich wahrscheinlich dafür hassen. Ich sehe an der Nase und den Apfel zu zeigen, wie man das Tor öffnet. Welche Nase? Ah, diese Nase. Ja, die habe ich natürlich nie gesehen. Why, that's the second biggest monkey head I've ever seen. Okay. Mickriges kleines Idol. Nehmen wir das nochmal. Ich jetzt mal, das ist das, was wir dann. I doubt anyone will miss this piece of junk. Das den Kannibalen geben können und dafür kriegen wir wahrscheinlich einen Bananenpflücker. Ja, das bringt mich natürlich ziemlich weiter. Natürlich ist es natürlich nicht gerade so gut gelaufen. Wir mussten sehr viel Hilfe in Anspruch nehmen. Aber sind wir mal ehrlich, jeder von uns kennt diese kleinen Stellen, wo man wirklich einfach auf den Zweig hängt. Und dann schaut man entweder in eine Komplettlösung rein oder man schaut sich ein Let's Play an, um weiterzukommen. Aber trotzdem, man hat danach kein gutes Gefühl. Man fühlt sich schon ein bisschen mies. So, dann ab zum Strand. Wo ist mein Boot? Wo ist mein Boot? Da ist mein Ruderboot. I can't pick that up. Mann, dann sollst du es nutzen. Nutzen. Da ist es. So, und auf geht's. Ich könnte ruhig ein bisschen schneller rudern, vor allem ein bisschen cleverer rudern. Ja. Aber ich glaube, wir werden. Kommen immer näher zu unserem Ziel. Wenn wir jetzt das Idol abgegeben haben und dafür den Bananenpflücker kriegen, bekommen wir ja von Herman den Schlüssel zur Affenstatue. So hoffe ich jedenfalls. Jetzt wurde es ein bisschen schneller. So gefällt mir das. So, ab zum Strand. Hervorragend, ab in den Dschungel. Und ab ins eingeborene Dorf. So. Dann gehen wir wieder kurz rüber, damit das Bild nach links sich schiebt. Gehen wir hier lang. Well, well, well. You're quite the escape artist, aren't you? I told you we should eat him. Ich gebe euch alles. Don't eat me. I'll give you anything. Okay. We'll give you one more chance to trade something of yours for your freedom. Well. Ja, wo ist denn unseres Idol? Eben. Hey, wow, this is impressive. Lemonhead, take a look at this. Oh, that's nice. And it says, made by Lemonhead, just like one of mine. We should take this to the great monkey. Yes, I agree. We are very grateful to you for this fine gift. If there's anything you need on Monkey Island, just come see us. Ja, da wäre doch direkt was. Ah, die Tür ist offen, das heißt, wir können da jetzt rein. Uns den Bananenpflücker nehmen. Und wie es der Zufall will, hier hat die Folge angefangen. Hier endet diese Folge auch. Ich hoffe, ihr verzeiht mir dieses leichte Inhilfenahme der H-Taste.
Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Herr Tonner. Ciao.